Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und die Sonne nervt hier irgendwie, beziehungsweise noch ist sie noch nicht so heiß. Ich hoffe, sie wird heute so kühl bleiben wie jetzt, denn heute haben wir Wandertag. Es ist so, man wandert eigentlich nicht, aber auch egal, an der Schule halt, da geht halt jede Klasse aus jeder Jahrgangsstufe, glaube ich auch ungefähr, mit einem Klassenlehrer oder mit zwei Klassenlehrern halt, irgendwo hin und macht dann irgendwas. Und wir gehen dann nach Oberstdorf, werden dort irgendwie Breitachklammern schauen, werden dort irgendwie Sprungschanze anschauen, keine Ahnung. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich filme einfach ein bisschen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Nämlich kurz nach 9 am Abend und wir sind irgendwann um 16.30 Uhr oder so wieder angekommen in der Schule und dann bin ich halt noch kurz nach Hause gefahren beziehungsweise wurde abgeholt und ich bin jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Longboard fahren, denn das Wetter ist wieder richtig nice zum Longboard fahren. Jetzt am Abend ist wieder nicht kühl, aber es ist halt richtig angenehm, weil du schwitzt nicht, aber es ist auch nicht irgendwie jetzt kalt. Was mega nice ist. Das ist so ein typisches Urlaubsabendswetter, finde ich. Keine Ahnung. Weil da ist es auch immer abends und morgens immer schon sofort so richtig heiß. Beziehungsweise richtig schön angenehm warm. Bevor es dann am Tag richtig heiß wird. Wie es ja jetzt gerade auch so ist in Deutschland hier. Und naja, jetzt rückblickend auf den Tag. War eigentlich ja teilweise ganz nice, teilweise eher langweilig. Weil, naja, Breitachklamm wandern war ein bisschen lang. Wir sind, glaube ich, 1,5 Stunden oder so gefahren. Gelaufen meine ich. Und gefahren auch irgendwie 1,5 Stunden oder so mit dem Bus halt. Naja, ihr habt ja, denke ich, ziemlich viel gesehen. Und ja, genau, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich hab's halbwegs anständig geschnitten und das Beste aus dem Material rausgeholt. Und ja. Wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit dem Vlog. Ciao.